In kämpferischer Hinsicht konnte TVE-Coach Gennady Schaleppo seinem Team überhaupt keine Vorwürfe machen. Im Heimspiel gegen den VfL Gummersbach ackerten die Grünen bis zum Umfallen und hielten die Partie bis zum Schluss auf Messerschneide. Janko Bozovic erwischte auf Seiten der Hausherren einen richtig guten Tag. Am Ende waren es satte 8 Treffer für den österreichischen Nationalspieler. Wie gesagt, der TVE lag von der Einstellung am Sonntagabend voll im Soll. Das Manko war dann genauer gesagt ein ums andere Mal in der Offensive zu suchen. So wie hier bei Patrick Qualwig, der im deutschen Nationaltorhüter Carsten Lichtlein seinen Meister fand. Anders der VfL Gummersbach. Die Gäste mit einfachen Toren, der nötigen Cleverness und Kaltschnäuzigkeit. Emstetten lief von Beginn an einem 1-2-Tore-Rückstand hinterher, blieb dann aber wieder in ganz wichtigen Situationen hochkonzentriert. Selmanovic super auf Lee Köbel. Die 2100 Zuschauer in der Emshalle sahen einen TVE, der zu jeder Zeit wollte, aber nicht immer konnte. So wie in den folgenden Szenen. Selmanovic zu ungenau auf den Kasten des VfL und dann noch einmal Emstettens Johann Koch. Wiederum war Carsten Lichtlein im Tor der Gummersbacher zur Stelle. Dann war Halbzeit. Der Gast aus Gummersbach führte zurecht mit 12:10. Emstetten kam für Durchgang 2 gut aus der Kabine. Janko Bozovic aus dem Rückraum. Das war ganz nach dem Geschmack der TVE-Familie. Doch Gummersbach diktierte weiterhin diese Begegnung und hielt den TVE auf Distanz. Emstetten fand keine Mittel, um diese 2-Tore-Führung der Gummersbacher auszugleichen. Das Team von Trainer Gennady Schaleppo konnte nur dranbleiben. Und das lag hauptsächlich an der offensiven Ausbeute. Bozovic aus dem Rückraum und Leköbel von 7 Meter. Diese Treffer fehlten dann in der Endabrechnung. Der TV Emstetten konnte das Ruder nicht mehr herumreißen. Janko Bozovic, wie gesagt, mit 8 Treffern bester Werfer seines Teams. Doch nach 60 Minuten hieß es 27:25 für den VfL Gummersbach. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind mit dieser Niederlage für den TV Emstetten natürlich nun in ganz weite Ferne gerückt. Einsatz und kämpferische Einstellung, die hat gestimmt heute, war toll und ich muss dann unseren Fans an dieser Stelle nochmal ein Kompliment machen. Die ziehen dann auch mit und versuchen uns nach vorne zu peitschen, aber verloren ist verloren. Von kämpferischer Seite, wir waren okay. Das war Jungs, die wollen, das war auch Wahlkampf da, bis zum letzten Sekunde war da. Ja, aber dieser letzte Kick, dieser letzte Cleverness bei uns ein bisschen gefehlt, wo, sagen wir so, wo wir kamen zweite Hälfte ran mit einem Tor, wo wir waren mit bis minus 4-3, das schon. Ja, und dann dieser letzte Kick, letzte Cleverness, wer nimmt das Spiel auf sich, das leider heute war nicht da, aber Janko Bozovic, ich muss natürlich rausnehmen, er war heute der Einzige aus dem Rückraum, hat Druck gemacht, ja, und Rest war leider nicht so, und trotzdem, von der kämpferischen Seite, ich meine Riesenlob für meine Mannschaft, aber wie gesagt, diese letzte Cleverness bei uns noch fehlt.